Schwer verletzt wurden zwei Autofahrer am Mittwochmorgen, als sie auf der B212 in Huntebrück mit ihren Wagen zusammenprallten. Aus Richtung Süden kommend, kurz hinter der Huntebrücke, geriet eine 29-jährige Autofahrerin aus Brake in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 37 Jahre alten Fahrers aus Elsfleth. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso wie die Brackerin. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für etwa anderthalb Stunden musste die Bundesstraße beidseitig voll gesperrt werden. Die Autos stauten sich innerhalb kürzester Zeit in beide Richtungen kilometerlang.